Ja, Projektion von Geraden oder genauer gesagt, Projektion von Geraden auf die Koordinatenebenen. Also entweder auf die XY-Ebene oder auf die YZ-Ebene oder auf die XZ-Ebene. Ich habe hier schon mal den Ausschnitt einer Geraden eingezeichnet. Und ja, was ist überhaupt eine Projektion? Man tut im Grunde so, als ob man Licht von oben zum Beispiel auf die Gerade drauf fallen lässt, wenn man die Projektion in die XZ-Ebene anschauen möchte. Dann würde das Licht quasi von hier oben kommen und wir gucken uns den Schatten an. Und dann sieht man, dass diese Gerade in dieser Ebene vielleicht, ja, je nachdem, wie sie dreidimensional verläuft, würde sie so einen Schatten hinterlassen. Und die würde natürlich hier noch weitergehen, das würde hier auch weitergehen. Das heißt, das hier wäre quasi die Projektion in die XZ-Ebene. Dasselbe kann man natürlich machen, indem man Licht von der Seite kommen lässt und sich anschaut, wie wäre dann der Schatten in der YZ-Ebene. Wenn ich das hier rüber projiziere, dann würde das vielleicht irgendwie so aussehen. Bis hier unten runter und auch wieder weiter, höher und tiefer, weil die Gerade ja unendlich weit geht. Und letzten Endes würde man auch senkrecht zur XY-Ebene Licht einstrahlen. Und würde dann vielleicht, wenn man dann hier hinkommt, irgendwie sowas sehen als Schatten an der Wand. Dann hat man quasi diese drei Schattenrisse und deswegen gibt es auch mit diesem Riss gibt es drei verschiedene Namen. Und zwar, wenn ich in die XY-Ebene projiziere, dann heißt das Grundriss. Wenn ich in die YZ-Ebene projiziere, dann heißt das Aufriss. Und wenn ich in die XZ-Ebene projiziere, dann heißt das Seitenriss. Ja, muss man immer darauf achten. Das ist immer die gleiche Benennung, unabhängig davon, wie die Achsen jetzt laufen. Denn im Raum kann man ein Koordinatensystem ja sowieso drehen. Und ob jetzt die XY-Ebene aufrecht steht oder auf dem Boden liegt, die Z nach vorne zeigt, die Achse oder nach oben oder unten geht, immer ist die Benennung gleich, weil sich das auf die verschiedenen Ebenen bezieht. XY, YZ und XZ und dann jeweils die dazugehörigen Begriffe. So, das ist erstmal, was eine Projektion einer Geraden in die Koordinatenebene ist. Zum Glück ist es sehr einfach, die jeweilige Gleichung anzugeben. Und zwar kann man eine Gerade ja allgemein x gleich x1 y1 z1 plus Lambda mal, sagen wir mal, ux, uy und uz auffassen. Das heißt, wir haben einen Ankerpunkt und wir haben einen Richtungsvektor mit dem Koeffizienten Lambda davor. So, um diese Gerade zu projizieren in die XY-Ebene, also einen Grundriss zu machen, muss ja die Z-Koordinate der Geraden 0 sein. Die anderen bleiben so erhalten. Und das ist auch genau das, was man macht. Das heißt, um jetzt diesen Grundriss zu erhalten, muss ich lediglich die Z-Koordinate nullen. Das heißt x1, y1, 0 plus Lambda mal ux, uy, 0. Ja, mehr ist es nicht. Um den Seitenriss zu erhalten, geht man wieder hiervon aus. Seitenriss ist die xz-Ebene. In der XZ-Ebene ist es Y gleich 0. Das heißt, der würde heißen X1 0 Z1 plus Lambda mal UX 0 UZ. Und dementsprechend würde der Aufriss lauten X gleich. Aufriss bedeutet, die X-Koordinate ist 0. Wir befinden uns in der YZ-Ebene. Und das heißt dann beim Aufriss 0 Y1 Z1 plus Lambda mal 0 UY UZ.
Ja, vielleicht nochmal mit einem Zahlenbeispiel, obwohl ich denke, dass es schon relativ klar geworden ist. Angenommen, die Gerade würde heißen x gleich 1, 2, 3 plus Lambda mal minus 1, 4, 7. Und ich hätte gerne den Seitenriss. Seitenriss. Na, dann würde die Gleichung sein, Seitenriss heißt ja, zweite Koordinate ist 0, die anderen bleiben erhalten, 1, 0, 3 plus Lambda mal minus 1, 0, 7. Ja, Grundriss wäre dann wieder dieselbe Gleichung, nur dass die 3 und die 7 ersetzt würden. Und Aufriss ist nichts anderes wie das Gleiche, nur dass die 1 und die minus 1 durch Nullen ersetzt werden. Und so kann man völlig ohne Probleme die Projektionen der Gerade angeben.